denke, dass wir die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Das war nicht das, was wir vorhatten. Wir sind in der zweiten Halbzeit richtig gut zurückgekommen. Wir haben immer an uns geglaubt und man hat auch gesehen dann mit dem Tor, dass wir wieder rangekommen sind. Ich glaube, man hat heute zwei Gesichter von uns gesehen. Die erste Halbzeit, die ja, sehr, sehr, sehr naiv war und sehr, wenn es nicht das Spiel war, was wir eigentlich vorhatten. Und in der zweiten Halbzeit natürlich, wo man gesehen hat, einfach, dass wir auch Moral zeigen können, dass wir nie aufgeben. Wir hatten unsere Chancen, von daher war es eigentlich ja, ein knappes Ding. Und dann hat es Atletico aber dann durch den Elfmeter und dann nochmal durch das letzte Tor aber entschieden. Aber ich glaube, dass wir trotzdem immer dran waren und nie aufgegeben haben. Wir schießen zwei Tore, aber wir kassieren auch vier Gegentore und das hier bei uns zu Hause. Das darf eigentlich nicht sein und ja, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir müssen aus den Fehlern lernen und ja, es dann im Rückspiel besser machen. Aber wir wissen natürlich, dass es in Atletico ein ganz schwieriges Spiel wird, gerade auch jetzt mit dem Ergebnis. Aber wir werden dahin fahren und unser Bestes geben und dann schauen, zu was es reicht. Ich denke, wenn wir dahin fahren mit der Einstellung, dass das sowieso nicht klappt, dann müssen wir nicht hinfahren. Von daher, im Fußball passieren immer wieder Wunder. Und ja, wir versuchen aus den Fehlern zu lernen, geben da unser Bestes.